a bitch, but I bet I get that bitch wet. We've been going on for too long. Moin Moin unter Lothar Dautosch, herzlich willkommen zu Borderlands 1 von mir dem Mannes. Ich wollte mal wieder ein Double Time raushauen am Anfang der Begrüßung, weil dann ist das witziger. So, ja, mit Hubertus. Alles klar. Und wir spielen Borderlands. Falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt. Bin ihm ja ins Wort gefallen, ich unhöflicher Mensch. Ich darf das aber, weil ich groß bin und zerstörerisch. Im Real Life ist es andersrum. Da ist er klein und dick und ich bin groß und dick. Stimmt wohl. Gut zusammengefasst. Ja, du 1,93 und 90 Kilo, ne? Irgendwo müssen die ja hin. Ich glaube, das ist sogar noch nach BMI und so fast ideal, Master. Da mal Lappen. Ja, das ist auch wunderbar, wenn sich das nicht alles in meinem Bauch sammeln würde. Bei meinen Armen habe ich nichts dagegen, das sieht aus, als würde ich trainieren. Ja. Das finde ich aber so cool, wenn sich so Leute so so Chirurgie und dann sich so Fake-Muskeln machen und mega den Body haben und dann, ja, hebt ihr doch hoch, du hast doch die Muskeln. Ja, die sind fake. Ja, ja. Gibt doch diesen britischen Ken da. Der hat das gemacht, Muskelimplantate. Muss nicht sein, finde ich. Das gehört so in der Rubrik. Das braucht die Welt nicht so in den Top 10 mindestens. Nee. In der gleichen Liste ist irgendwie Terrorismus und Kinderschänderei. Kinderschänderei, als wäre das so ein Sport, ey. Kinderschänderei. Das verstehe ich nämlich auch nicht. Da habe ich letztens auch mit einem Kumpel... Dass es dafür keine Liga gibt, das kann ich nicht erklären. Nein, nicht das. Sondern warum, wenn man schon pädophil ist, warum dann kleine Jungs... Ich meine, was denken die sich? Ich stehe auf kleine Penis oder was? Ich weiß, das Thema ist nicht lustig, aber trotzdem. Ja, ich kann es auch nicht nachempfinden. Also, das ist. Ich kann nicht mal darauf antworten. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Richtig. Ich meine, so hart das jetzt klingt, ich sitze irgendwo an der Quelle. Ich weiß, wie sich Jugendliche heutzutage anziehen. Ich sag mal, als über. 20-Jähriger, wenn du siehst, wie sich so eine 14-Jährige heutzutage anzieht, ne? Dann ist das schon echt schwer, sich zu denken, so, what the fuck, Alter? Das ist so eine Sache, das stimmt schon. Ich kann ja mal die Story erzählen, die mir vor 2 Tagen passiert ist. Ich bin, ich musste mit dem Bus von der Arbeit wegfahren und ich dachte, es fährt eigentlich einer also wenn Schule ist, ich dachte eigentlich auch in den Ferien fährt der um halb drei, so. Ich um 2:30 aus dem Laden raus, weil der Bus eh immer Verspätung hat. So, bin dann hin. Bus kam nicht, weil die den abgesagt hatten. Und dann dachte ich mir so, ja gut, okay. Dann musst du halt jetzt 1/2 Stunde da warten. Wäre kein Problem gewesen, ich hatte nur meine Kopfhörer nicht dabei. Es ist ein bisschen Nazi. Man hört leider die Umwelt. Richtig, so. Leider... Ich muss da wirklich zu sagen, leider, gesellten sich 2 junge Damen zu mir. Ich muss dazu sagen, ich bin 21 und sehe abgrundtief hässlich aus. Ist ja auch egal. Vor allen Dingen nennen so etwas bitte nicht Dame, aber ja, okay. Mädchen, ich kann es nicht mal Mädchen nennen. Weibliche Lebensformen. Richtig. Frau andere, Mensch anderen Geschlechtes, so. Der war, die zwei waren... Dann bei mir mit an der Bushaltestelle. Ich dachte mir so, ja toll ey, was machst du denn jetzt? Dir bleibt nichts anderes übrig, als auf dein Handy zu starren, ein bisschen in WhatsApp zu schreiben und anscheinend denen zuzuhören. Ich habe versucht wegzuhören, es funktionierte nicht. Ab einem gewissen Pegel geht das auch nicht. Dazu muss ich sagen, ich brauche Frauen mit einer vernünftigen weiblichen Stimme. Und mit einer vernünftigen weiblichen Redensart. Mit sowas, ey, ich schwöre, Digga, das habe ich voll gemacht. Mit sowas kann ich nichts anfangen. Diese beiden... Weder bei Frauen noch bei Männern. Ja, aber bei Frauen ist das halt noch mehr Nazi als bei Männern. Es ist sehr, sehr upturned, finde ich. Richtig, ja. Alter, da ist, wenn so eine bei mir hier reden würde, ey, wäre von Mast auf Schotbruch, ey. Aber in 0,2 Sekunden. Ach du Scheiße. So, auf jeden Fall.
Waren diese beiden menschlichen Wesen, weiblichen Geschlechtes am Reden. Sie waren 16, 17. Also richtige Knastköder. Aber hallo, ey. Und die haben sich auch so nach dem Motto angezogen, warum ziehst du dich denn, warum wehrst du dich denn, du ziehst dich doch so an, du willst es doch so. Also, die sind ganz vorne bei den Pädophilen, glaube ich. Oh, Mann, Sünde. Es ist eigentlich echt nicht lustig, aber... Ja, ich will darüber auch nicht reden, vor allem, weil ich die Mutter kenne, weil die Stammkunde bei mir ist. Scheiße. So, und auf jeden Fall habe ich dann zugehört, was diese beiden Mädels von sich gaben. Und das war... der Tod. Also, ja, für jemanden, der sowas durchgemacht hat wie Hubo und mich, ist das der Tod eigentlich. Weil, wir wurden beide... von nicht ganz so netten Vertretern diesem Geschlecht ist hardcore verarscht. Ja, stimmt. Und, wobei nicht ganz so natürlich auch wieder mega beschönigt ist. Und auf jeden Fall... Alter, ich halte mich aus einer Stadt fern, in der sie wohnt, also mir geht's super. auf jeden Fall habe ich dann Folgendes gehört. Ach so, Bossvorstellung. Ich hab viel Money, das ist das Problem. Moment, du musst den Text gleich wieder vorlesen. Von dem Nazi-Typen. Krom. Oh, ich dachte, da kommt jetzt wie sowas wie PS, ja, drei Bälle oder so. auf jeden Fall haben diese netten Damen dann angefangen zu reden. Und es war ungefähr dieser Slang. Ich schwöre, ne, ich schreibe mit Justin die ganze Zeit über Facebook, hallo, ja, und über WhatsApp, ne, aber eigentlich will ich ja gar nicht von dem, ich verarsche ihn nur so, ne, und, wenn passiert, ist egal, ich finde ihn eigentlich eh ganz süß, aber, nur für einmal und dann würde ich wegwerfen, ne. Es ist so hart, ey. So, und, oh, so nächstes Level, so, und das halt eine halbe Stunde lang. Oh Gott, Alter. Und ich wäre wahrscheinlich echt... Ich war auch kurz davor, so zu gehen, so, ich denke mir so, boah, yeah. Fuck this shit, ey. So, auf, wirklich, das geht, das ist halt und dann, das war noch das Harmloseste, was ich jetzt gesagt habe, das andere ist einfach nicht jugendfrei und nicht, naja, dieses Spiel ist sowieso auf 18. Ja, es ist trotzdem nicht zumutbar, was sie da von sich gekippt hat. So, und ich dachte mir dann so, ich habe bei sowas dann immer so einen Gedanken. Und es tut mir halt da noch mehr leid, weil ich die Mutter kenne. Ich habe mir einfach gedacht, so, Mädel, du wirst irgendwann in Tange oder in einer anderen Disco auf dem Klo, auf dem Fußboden liegen und mehr Schwänze lutschen und Sperma schlucken als ein Dreier-BMW in seiner Primetime. Das ist es. Das wird und, halt einfach... und jetzt kommt's, dir wird es gefallen. Oh Mann. Es ist absolut... Ja, es ist halt traurig, aber Mann... Es ist zum Glück die Ausnahme. Also vom Kleidungsstil her nicht. Ja. Also hier in meinem Rundum. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei dir ist es wahrscheinlich schlimmer, weil Bahnhof und ne? Ja, hier ist es nicht so die Ausnahme. Lass ihn mir. Ja, mach doch. Ich finde mich auch tot. Deswegen wäre ganz cool. Ach, da. Nazi. Du könntest mir mal ein bisschen helfen. Ja, schon dabei. Und also was... Ich meine, du bist ja jetzt Vater. So Nazi das auch klingt. Von hoffentlich einem Kerl. Ich wollte es gerade sagen. Wie das jetzt klingt. Aber ohne Witz, ey, teilweise was Eltern durchgehen lassen, ne? An Kleidung. Junge. Schämen. Ich würde das Kind einsperren. Oh, in den Keller. Ach, du Scheiße, ey. Das ist, also... Kommunikation gerade sehr wichtig. Also ich meine... Was das angeht, Steffi ist da zum Glück auch so, dass sie da sehr schnell intervenieren würde. Ja, erstmal eine Intervention für das Kind starten, ey. Was ist denn los mit dir? Und ich weiß, ich habe nichts gegen eine Hotpants oder einen Top, da habe ich ja wirklich nichts gegen. Nein. Aber wenn der Arsch halt schon unten halb rausfällt, ne? Ja, das geht einfach so. Oh Gott. Und das halt vor allen Dingen, je jünger die sind, das ist so eine Faustformel von mir, desto mehr Stoff sollte eigentlich dran sein. Richtig. Würdest du mich nochmal wiederbeleben? Ich wurde hier hinten in die Ecke katapultiert. Ich auch. Dann versuch, einen wegzumachen und hol mich. So, schnell! Ey, schnell! Oh Gott! Schnell! Oh! Oh, kurz war knapp.
Und so. Es ist ja neuerdings so, oder auch schon seit ein paar Jahren so bei Hotpants, es wird nach oben hin mehr Stoff und nach unten hin weniger. Habe ich nicht drauf geachtet. Glaube ich dir. Mag sein. Ja, das ist halt... Kein Kleidungsstück, was sich in meinem Kleiderschrank befindet. Nein, aber wenn du mal Frauen guckst, die haben ja halt alle High-Vests an, also geht über die Hüfte, die Hose, und unten hört sie halt knapp unterm Arsch auf. Oder über dem Arsch sogar noch. Das ist halt... Prügelst du den an seinem Geschütz mal nieder, bitte? Bin gerade dabei. Gut. Oh, er ist, oh, Lappen, Alter. Ist tot. Langschaft, gesucht, Krom. Hallo! Ess ihn auf. Kroms Zeitarm aufgehoben, ich hab aber gar nicht geguckt, ob das ist. Das ist ein Repeater, ist nicht so gut. Gegen Shields ermöglicht Schockschaden. Geschenk von Papa Krom. Dreifacher Waffenzoom, dreifach Dings. 53 Schaden. Ah, ich nehme die wieder, die ist besser. Das Gute ist gegen Schilde, dann kann ich das vielleicht mal. Wir haben ein Fragment und wir haben den Canyon, glaube ich, durch. Auch beim Kacken. Ja, dann würde ich sagen, können abgeben. Mhm. Wir müssen nach Earl Scrapyard. Ne, What's Coming to West, Scrapyard, New Haven. Und dann abgeben. Schöne Roadmap, die du da gezeichnet hast. Find ich ja. Gut. Boah, Mann! Ich nicht durchbacken würde dieses Scheißteil. Wie gesagt, das ist halt, das ist halt so das, was, mich ein bisschen aufregt. Ja, aber man muss ja sagen, es sind ja nicht nur die Frauen, auch die Kerle heutzutage sind halt sehr assi geworden, ne? Sehr assi, sehr weiblich, was den Kleidungsstil angeht, ey Junge. Manchmal denke ich mir, die haben die Skinny Jeans aus den Kleiderschränken ihrer Schwester geklaut, ey. Sprichst du von gewissen Yeezy-Trägern, die sich auch die Augenbrauen zupfen lassen? Nein, so? Nein, sogar noch schlimmer. Gut. Noch schlimmere Skinny Jeans. Das ist ja, echt... Boah, leck aus der Hölle. Oh, scheiße. Sind nicht schwul, meteorosexuell. Richtig. Das ist. Aber ich. Weil, womit ich auch überhaupt nichts anfangen kann, ne? Ist ein Undercut. Nö, auch nicht so meins. Ja, du kannst es auch mit dem über deine Haarpracht, aber trotzdem. Ja, nein, ich meine, ich sehe es auch an anderen Menschen nicht. Vor allem, ich finde das abgrundtief unsinnig. Weißt du, du rasierst dir die Seiten komplett ab und oben hast du dann noch so 2 Meter Haare. Ja, aber das ist ja Sinn und Zweck bei Kunst. Engsten Sinne. Ja. Es soll ja keinen Zweck erfüllen, sondern aussehen. Ja, aber das sieht scheiße aus. Ja, ist Geschmackssache. Ich find's nicht scheiße, aber ich find's halt einfach nicht. Es gibt wesentlich bessere. Genauso wie. Da spreche ich jetzt jede Frau an, die sie was trägt. Hört auf mit Dutz. Das ist das. Nein, nicht egal in welchem Alter. Auf gar keinen Fall. Das ist echt nicht so. Ich sehe das immer wieder und dann, nicht mal wenn sie von einem Profi gemacht sind, sind die geil. Nicht mal dann. Das ist eine alte Oberfrisur. Ja, Dutz sind so das Unsexieste, was man seinen Haaren antun kann. Ohne Witz, ne? Wenn irgendein. Es ist mir scheißegal, wer vor mir steht. Wenn die einen Dutt hat und so asozial redet, ne? Machst du einen Schotbruch, Alter. Ja, aber das passt ja nicht zusammen. Asozial reden und Dutt ist. Eher seltener der Fall. Nee. Du hast entweder so eine echt nicht. Das ist bei mir fast nur. Und dann noch Leggings. Was? Leggings, bauchfrei und Bomberjacke an. Ernsthaft? Und Air Max. Hab ich vergessen. Gut, Air Max finde ich auch geil, aber. Ey, ich hab so viele Legs gerade. Ja, du. Ich teleportiere mich quasi immer so 3 Meter vor und stehe dann plötzlich im Gegner. Wogegen ich nichts habe, ist, wenn Frauen Caps tragen, aber das ist was anderes. Kommt auf die Frau an, ne? Ja, kommt auf die Gesichtsform an. Oder so, von mir aus. Das ist ja das Heftige, was ich bei meiner Ex-Freundin hatte, ne? Ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich merkte, dass sie eigentlich voll die fette Nase hat. Ich habe echt ein Jahr gebraucht, das ist der Wahnsinn. Rosa-rote Brille. Steffi hat auch lange gebraucht, um zu merken, was ich für eine Flip-Type bin. Hätte ich hier von Anfang an sagen können, ich hätte nur fragen müssen. Deswegen, ich habe auch gesagt, wenn ich jetzt nochmal irgendwie was... haben sollte, wovon ich momentan einfach nicht ausgehe. Hotler-Bärchen! ich musste gerade kurz überlegen, was du gesagt hast, aber ja, du hast recht. Dann werde ich auch auf jeden Fall von Anfang an mit offenen Karten spielen, sagen wir mal so. Mit offenen Karten spielen? Ja. Ich werde von Anfang an sagen, du, pass auf, zocken ist mir wichtig.
Ach so, ja, okay. Und ich bin eifersüchtig des Todes, das liegt aber. Das ist ja nichts, wofür man sich schämen muss. Nein, nein, aber wenn du so eine hast, zum Beispiel meine Ex-Freundin, die. Das eine als das andere nicht. Ne? Das sind dann immer so Sachen. Deswegen, ich spiele da dann mit auf den. Eifersucht ist normal in gewissen Zügen. Ja, meine gewissen Züge sind anders. Na gut, aber wenn du das selbst von dir weißt, ist das eigentlich schon mal ganz cool. Ja, ja. Faustdickskill. Also ich meine, jetzt, wo es jetzt fast ein Jahr vorbei ist, kann ich ja offen und ehrlich sein, ich habe ihr nicht so weit, wenn sie alleine war, ich habe ihr nicht so weit getraut, wie ich spocken konnte. Und ich war mit ihr fast drei Jahre zusammen. Ich bei meiner Ex-Freundin witzigerweise auch nicht. Bei Steffi nun schon. Ich weiß halt einfach, sie ist zu faul, um irgendwie. Nee, aber meine hat ja auch immer Andeutungen gemacht und sie hat es ja auch durchgezogen im Endeffekt. Aber da. Ah, gut, dann ist es was anderes, aber bei Steffi, nee. Ja. Mal davon ab, dass ihr Freundeskreis auch ein bisschen älter ist. Ich kannte den Freundeskreis meiner Ex-Freundin gar nicht. Okay. Ja, ich kenne auch bei weitem nicht. Ja, alles, natürlich. Halt die man so kennt. Aber die, nicht mal die, die ich kennen sollte, kannte ich. Die hat das absolut komplett getrennt, Alter. Ich war eigentlich nur für sie existent und für den Rest von ihr halt gar nicht. Aha. Aber das ist schon so ein Indiz dafür, dass es nicht ganz eine gesunde Beziehung ist, meiner Meinung nach. Das ist absolut richtig, aber sag das mal einem, der, ne? Ja, gut, hast schon recht. Rosa-rote Brille sind wir wieder, ja. Richtig. Bei mir andersrum, Steffi hätte nichts dagegen, auch mal Freunde von mir kennenzulernen, dies und das, aber sie legt halt nicht so den großen Wert drauf und auch nicht so die Priorität. Den einzigen, den sie kennenlernen wird, bin ich. So ungefähr. Und auch nur, weil ich ja, wichtig werde. Ja, bei den anderen hat sie ja gesagt, ja gut, die lerne ich dann halt spätestens beim Umzug kennen, wenn die dir helfen sollten. Mhm. Okay. Ja. Oh, das war, glaube ich, die falsche, wir müssen laufen. Ich bin falsch abgebogen. Ich dachte, oh shit, Sherlock. Ja, naja. Und das andere, wo ich überhaupt gar kein Vertrauen habe. Oh, what the fuck? Das liegt einfach. Ja, komm, lass nicht fighten, lass einfach wegrennen. Ja, gut. Das ist einfach, weil meine männlichen Freunde, ich habe gar keine weiblichen Freunde, fällt mir gerade ein. Wenig. Ja, wenig bis eigentlich gar nicht. Mir würde spontan eine einfallen, vielleicht irgendwie noch eine zweite zusammen. Ist es ja so, dass ich nur, ich sag mal, die sehen nicht so aus. Aber wenn ich überlege, was die schon für Weiber abgeschleppt haben, dann, und viele davon waren in Beziehung, also. Und das ist auch halt so ein Indiz, wenn du halt mit solchen Leuten rumhängst, dann traust du auch die Typen nicht. Ja, ja, klar, logisch. Ja, das ist. Und vor allen Dingen da jetzt auch vom Aussehen her auch halt, selbst wenn es jetzt vorbei ist, meine Ex-Freundin immer noch 10 Klassen besser aussah als ich und ich sie eigentlich, auch wenn es jetzt krass klingt, aber ich sie vom Aussehen technischen her eigentlich nie hätte haben dürfen, wenn man nach diesem bunten Standardschema geht. Aber das ist es halt. Aussehen ist längst nicht alles, Alter, ja? Im Gehirn, ne? Ja, ja, ich hab's gesehen. Es gibt so viele Motivationen, von weltlichen angefahren, die vielleicht ein bisschen assi sind, wie Geld. Komm, das ist übrigens meine Ex-Freundin, Geld. Schnell viel Geld machen. Ja, Humor ist super wichtig für viele Frauen, habe ich festgestellt. Ja, ja, das weiß ich auch. Damit habe ich sie rumgekriegt. Ja, siehst du? Und letztens hat halt auch diese eine weibliche Freundin, die ich vorhin meinte, per WhatsApp geschrieben, alter Schwede, ich wäre damals, jetzt zurückblickend, hätte ich mal schwach werden sollen bei dir. Obwohl die eigentlich auch nicht unbedingt meine Kragenweite ist, was das angeht. Ja. Sie hätte damals zu mir gesagt, wenn du damals nicht so Karriere hättest machen wollen. Alter Schwede, ich habe eine fucking Ausbildung gemacht. Du eines Karrierewies. Was ist jetzt? Ja. Jetzt ist vergeben oder was? Jetzt ist sie geschieden und hat eine 2-jährige Tochter. Ja, passt doch. Ja, gut. Patchwork Family. Genau. Ruf RTL an. Alles richtig gemacht. Echt, ey. Macht aus euer beiden Leid noch doppelten Gewinn. Sei ein bisschen assier. Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Hallo, Mister. Knallhart. Verpiss dich. Seine Maske sexy. Wo kann man sowas kaufen? Fürs Schlafzimmer? Ja, genau. Oh, nee, brauche ich nicht. Boah, dieser Weg. Halt
ehemalige Arbeitskollegin auch gewesen und deswegen, man hat halt jeden Tag irgendwie miteinander verbracht und naja. Ich habe auch eine bei mir so viel zum Lachen gebracht wie ich und dann. Ich habe halt auch eine bei mir auf der Arbeit, ne? Das ist halt, ihr, sie und ihr Freund, das sind halt zwei Welten. Ohne Witz, Alter. Ihr, aber ich weiß, warum sie mit ihm zusammen ist. Er hat eine Gitarre. Ah! Das wäre der dritte Punkt, auf den ich sonst gekommen wäre. Gewisse Fähigkeiten, die ein Mann mit Doppel-N hat. Sei es Kunilingus wie ein Gott oder Gitarre spielen wie John Lennon. Oder eine Zunge wie ein Gecko. Also wenn du die beiden siehst, denkst du dir auch so. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich hatte letztens so ein lustiges Video dazu gesehen, das muss man irgendwo finden. Das ist dann auch so eine Assi-Bronze. So eine, Dicker, weißt du? Und die erzählt dann was. Mädels, ich sag euch das. Wenn ihr einen Typen wollt, der muss Muschis lecken. Weißt du? Wisst ihr, wie er rausfindet, ob er das tut oder nicht? Fragt ihn mal, ob er Meeresfrüchte mag. Okay. Ja, okay, ich mag Meeresfrüchte, dann leckt ihr euch die Muschis, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Alter, was ist denn los? Oh, Alter. Oh Gott, Rax. Ja, Mistviecher, ey, komm her. Und wenn er das nicht mag, fliege nach Ratten. Dann bringt das eh nix. Voila, geht weg, ey. Alter, ey. Hart. Ich versuche das mal zu suchen. Ich glaube, ich habe das irgendwo runtergeladen. Mal irgendwo gespeichert. Alter, es geht ab, Tuse. Absoluter Krebs. Geheimes Treffen. Ach ja, nee, wir müssen jetzt erstmal nach von weg hier. Ich hab wieder keine Muni, ey, für die Shotgun. Das ist so traurig. Ah, nehmen wir. Oh Gott, die hat noch mehr. Ich habe nicht mal alle abgegeben und die will schon wieder was Neues, ey. Leck mir hart am Sack. Wir haben die Skills. Fliege der Ratten! Ich hab keinen Zoom, ey. Plupp. Ja, Hannes macht das schon. Ja. Ja, wie gesagt, wenn du die beiden siehst, dann denkst du auch so. The fuck, Alter. Und die, ne? Eine lustige Gleichung aufgestellt. Wenn du die 100% Attraktivität in einer Beziehung zusammenfassen willst, kann es halt auch schon mal sein, dass die eine zu 90% attraktiv ist und der andere nur zu 10. Vor allen Dingen, das Krasse ist halt bei ihr, sie hat halt bei uns einen Stalker. Also, das ist das zufällig die, die ich auch mal gesehen habe, als ich bei dir war? Ja, ja, die Blonde. Ja, ja. Doch, wirklich. Ja, ja. Die hat halt einen Stalker und das Witzige ist halt, der ist behindert. Also der hat der humpelt halt richtig krass und der hat einen T-Rex-Arm. Okay. Und das ist, ja, Mensch. Ohne Witz, das ist eigentlich nicht witzig, also er ist super witzig, wenn du ihn siehst, also lass dich kaputt. aber der Typ, ne, du musst dir das vorstellen, er kommt bei uns rein, sprintet, krümmelt, keine Ahnung, irgendwas dazwischen. Rennt er halt los, guckt zu den Kassen, sieht sie sich da, läuft zurück zu seinem Vater. Wenn sie da ist, krüppelt, rennt, sprintet, was auch immer. Er halt los, durch den kompletten Laden, stellt sich in die Weinabteilung und beobachtet sie. Oh Mann, ey, schade. Wobei ich jetzt, als du gesagt hast, Behinderung, eher daran gedacht habe, dass er irgendwie ein Down-Syndrom hat oder so. Die Menschen sind ja super anhänglich. Also die sind dann auch immer, ich weiß nicht, das kann der. Das kann der auch haben. Der Typ hat, glaube ich, alles. Und das richtig Krasse daran ist halt, du, normalerweise ist das ja nur das Kind und dann kannst du mit den Eltern reden. Mhm. Das kannst du bei ihm nicht. Die Mutter haben wir noch nie gesehen und der Vater ist genauso. Oh, was? Ja. Das ist echt schade. Vor allen Dingen, wenn er weiß, dass sie da ist, der Typ kommt dreimal am Tag. Sie aber ist, das muss doch aber auch belastend für sie. Ja, natürlich, das ist ultra belastend für sie. Ich habe zu ihr schon gesagt. Okay, das klingt jetzt absolut hart, was ich sage, aber es ist einfach die Wahrheit. Sie so, Hannes, hast du eine Idee, warum? Ich so, ganz ehrlich, du warst zu nett zu ihm. Ich so, wieso war ich zu nett? Ich war zu ihm genauso wie zu allen anderen. Ich so, ja. Und das ist es halt. Du hast ihn nicht mit einem Blick, als du ihn das erste Mal gesehen hast, nicht klar gemacht, wenn du mir zu nah kommst, zünde ich dich an. So. So, nein, nein, ja, sie war einfach wirklich, sie war einfach zu nett.
das ist auch die Sache, die ich meinte, sie wollen nicht immer gleich heiraten, ja. Außer du hast direkt Grenzen. Richtig. Machst sie und ich, in ihren Augen nicht heiratswürdig. Du wirst ihn jetzt halt ultra schwer los, natürlich. Und ich habe auch schon zu ihr gesagt, so, Hi, Claptrap. Fuck. Ich hab... LOL. Sieht die geil aus. Alter, guck, oh, die Farbgebung, Alter. Absolut episch. Ich spiele nie wieder eine andere Waffe. So, richtig, was soll ich jetzt sagen? Genau, so, wir haben die beiden fertig. Ich so, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine ist nett, die andere ist nicht nett. Okay, sie hat eigentlich drei. Sie macht die dritte ist ihn komplett ignorieren. Egal, was er zu ihr sagt. Wenn er bei ihr an der Kasse steht und einkauft, sie einfach nur abkassieren, Geld nehmen, fertig. Nicht mal mit ihm reden, gar nichts. Aber das ist doch normal eigentlich. Nee, also schon, kein Hallo, kein gar nichts. Also komplettes Shutdown. Das macht sie. Das ist nicht normal. Ich so, du hast noch zwei andere Möglichkeiten. Möglichkeit A, die nicht ganz so nette Variante, du kaufst dir einen Baseballschläger. Du bist ein Spinner. Nummer zwei, du holst deinen Freund her und der macht ihm eine Ansage. Er gibt ihm eine Cockschelle. Nein. Der kommt einfach her und sagt, hey, pass auf, das ist ja schön, aber das ist meine Freundin, die hat kein Interesse, gar nichts. Dass ihr Freund, dass er sieht, die ist vergeben, die hat keine Chance. Das, was du gerade sagtest, die Chancen nehmen. Aber das Ding ist, dadurch nimmst du die Chance nicht, weil er würde wahrscheinlich leugnen, nee, und einfach darauf hoffen, dass sie halt nicht ewig mit ihm zusammen ist. Das hoffe ich ein bisschen, aber halt dein Maul. So. Ja, natürlich kann ich dich da auch verstehen, aber ich glaube, das ist irgendwo sinnvoller, als ihn komplett zu ignorieren. Weil das funktioniert auch nicht. Das macht netter, als ihn komplett ignorieren, weil komplett ignorieren ist irgendwo... Ich bin immer noch für die Möglichkeit, mit dem Baseballschläger auf mich, ja, hört ja keiner. Ja, das ist auch ein behinderter Spaß. Ich meine, ich habe bei ihm, als er zu mir kam, ich habe ihn von Anfang an klar gemacht, hey, pass auf, ist nicht. Ja gut, was will er auch mit dir anfangen? Nein, aber... Zufällig bisexuell ist dann... Da weiß ich nicht, bei dem weiß man ja nie... Aber auch alle anderen Kassiererinnen sind nicht gerade in den Augen, weil die haben ihm von Anfang an klar gemacht, das hat halt nur sie nicht gemacht. Sie hat halt jetzt die Arschkarte gezogen. Mhm. Und du kannst dem Typen ja auch nicht einfach Hausverbot geben. Also das wäre meine Idee gewesen. Ja, aber pass, wie oft steht, das ist doch die Bildschlagzeile am nächsten Tag. Ja, einerseits richtig, andererseits muss man dann, wenn die Bild kommt, sagen, warum? Das ist doch ein normaler Mensch, liebe Bild. Was macht ihr denn aus diesem Menschen? Hä? Natürlich, natürlich, aber welcher normale Bildleser hört auf sowas? Das versteht keiner, die sehen nur... Argument akzeptiert. Die sehen, um einen klassischen Bildleser zu zitieren, der ist behindert, deswegen haben die den Hausverbot gegeben. So würden die das nämlich schreiben. Was ein Hurensohn, ich geh da nie wieder drauf. Brenn die ab. Ja, genau. Weil es geht nicht. Die würden das so schreiben, dass es im Endeffekt nur drauf rauskommt, er ist behindert, deswegen hat er Hausverbot gekriegt. Genau. Und wenn du dann anfängst, den Dingens zu lesen, den Artikel, dann kommt raus, eigentlich liegt das ja daran, dass er eine Kassiererin belästigt hat. Aber soweit Nee, das ist dann die Gegendarstellung, die halt so Millimeter klein in der Zeitschrift abgedruckt wird. Naja. Im Internet nicht steht. Es war eigentlich so, dass... Bist du Bild Plus für abonniert haben. Ja, genau. Oh, lol. Oh, lol. Wie dumm du bist. Ja, Moment, hab ich gleich. So, fertig. Go. Lass gehen. Oh, voll die Beziehungsratschläge hier, ey. Von einem Typen, der seit... Sehr weise. Ja, wir haben viel durchgemacht. Ja. Lasst es euch gesagt sein. Okay, das klingt jetzt Nazi, wenn ich das sage. Nazi, Hannes, sei Nazi. Ja, eigentlich wollte ich gerade sagen, werdet schwul, Frauen sind doof. Nein, verliebt euch niemals oder kommt niemals mit einer Frau zusammen, wo die Eltern nicht eure Sprache sprechen und sie sich nur in ihrer Familiensprache. Ich meine, dagegen habe ich ja nichts. Aber du weißt halt nicht, was sie sagen. Die können halt komplett über dich ablästern. Die werden komplett über dich abgesagt. Ja, gerade über mich, vor allen Dingen, weil ich den Vater einmal verarscht habe, aber... Mhm. Der Vater war halt auch, ne, sein Bizeps war so groß wie mein Kopf, Alter, der hat Schrauben mit dem Daumen in die Wand gedrückt.
Bin schon ganz froh, dass ich eigentlich nicht, dass ich nicht Schluss gemacht habe, sondern sie. Ich meine, so hart das klingt. Aber der Typ hat mich geköpft, Alter. Ja. Und komische Sachen mit deinem Kopf dann gemacht. Er hat mich einfach getötet. Hätte er gar nicht. Oh, Alter, wo wir hinfahren müssen. Scheiße. Ah, nee, die wollen wir gar nicht. Boah, wieder dieser Lag, ey. Wollen wir gar nicht hin. Wir wollen, so. Wie super wenig Damage das macht, ne? Was denn? Oh Gott, ich hab aus Versehen auf E gedrückt. Ja, ist nicht schlimm, wir müssen eh hier oben raus. Hallo? Auf dem Weg? Nee, ich such grad Gegner. Wir sind irgendwie keine. Ach so. Deswegen dieses erschrockene Hallo. Oh, Waffenkiste. Mit zwei Schrotflinten. Oh, 75 mal 8, krass, aber kein Elementar. Hä, hey, ich sehe niemanden. Ich ziehe da auf die Wand und da ist ein Live-Balken, aber irgendwie. Ach, da! Hinter mir. Hinter dir wollte ich gerade sagen. Übrigens, da ist eine Schrotflinte ohne Elementar mit 75 mal 8. Na, ohne. Ah, Elementar! Scheiße. Oh, guck mal, hier ist ein. Oh, für mich. Ey. Danke. Wie komme ich jetzt da wieder hoch? Hä, einfach außen rumlaufen. Ist das gay? Ah, oh, das ist gut. Ich schaff das auch alleine, ich hab ein Schild. Und ein Geschütz. Schreit immer so schön. Wieder da. Schön. Er ist wieder da. Hab ich noch nie gesehen, den Film. Gesehen auch nicht, aber das Hörbuch. Ich hab das einmal, als ich auf dem Weg zu dir war, mir angehört. Ich musste echt irgendwie bei CD2 was anderes hören, weil ich hab Tränen gelacht. Und das ist auf der Autobahn mit 130 Minuten. Hä? Challenge accepted. 130 erstmal totlachen, alles klar, moin. Da, gibt, da bekommt der Begriff Totlachen eine ganz neue Bedeutung. Das wird da plötzlich so ernst. Greifbar. Leck! Ich stehe wieder in irgendeiner Ecke. Ach, guck mal. Ich habe die Station angemacht. Yay. Die ist wohl nicht mehr die neueste. Das Ding dreht sich und alles vibriert. Das ist so komisch grün. Ist das die, die du angemacht hast? Ja, ja. Das ist die, die ich angemacht habe. Ich dachte, so komisch grün leuchten nur, wenn man sie noch anmachen kann. Okay, Stil. Oder auch nicht. So, was ist denn hier oben noch? Boah, Bier. Wir könnten mal einen Cut machen, oder? Ja. Wir nehmen 32 Minuten auf, dann kann ich daraus noch eine Folge machen. Passt dann. So, haut rein, bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen. Ciao.